Im Hotel Excel lud die SPÖ zu einer Pressekonferenz ein. Im Mittelpunkt stand hier ganz klar das Wohl der Kinder. Beim Thema Kindergärten und Kinderbetreuung kann noch einiges optimiert werden. Dazu gibt es konkrete Vorschläge. Wir haben uns in den letzten Monaten, wir, da meine ich den Landtagsclub der SPÖ Niederösterreich, sehr intensiv damit beschäftigt, welche Herausforderungen das ist im Bereich der Kinderbetreuung und der Kinderbildung, das gehört für uns irgendwie immer zusammen, gibt in Niederösterreich und wie wir gemeinsam eine Abhilfe schaffen können, dass diese Herausforderungen, die es aus unserer Sicht gibt, damit Familien tatsächlich auch Vereinbarkeit leben können und nicht nur irgendwie immer am Papier steht, dass es die Wahlfreiheit gibt, wie wir das verändern und verbessern können. Und wir haben jetzt eben ein neues Programm aufgestellt, wie wir uns vorstellen, dass man in Niederösterreich die Kindergärten fit machen kann für das 21. Jahrhundert. Vor allem geht es dabei um die lückenlose Betreuung der Jüngsten. Hier ordert die SPÖ Nachholbedarf in Niederösterreich. Die Mängel wurden konkret aufgezeigt. Und das sind ein paar wirklich gravierende Dinge, die aus unserer Sicht einfach nicht haltbar sind für die nächste Zeit. Da ist einer der Punkte vor allem der, dass man erst mit dem vollendeten 2,5. Lebensjahr in den niederösterreichischen Landeskindergarten einsteigen kann. Also wirklich in den Kindergarten, wo einfach auch das Land das Kindergartengesetz dahinter hat, ist erst möglich, wenn das Kind 2,5 Jahre ist. Die Karenzzeit endet aber bereits mit 2 Jahren. Also das ist wirklich ein Punkt, der sehr, sehr viele junge Familien, natürlich sehr oft die Frauen, vor ganz, ganz große Herausforderungen stellt, weil dieses halbe Jahr, dieser Gap einfach wirklich sehr, sehr schwer zu schließen ist. Zum Zweiten ist es so, dass in Niederösterreich der Kindergarten nur zwischen 7 und 13 Uhr, also der Kindergartenbesuch, nur zwischen 7 und 13 Uhr kostenfrei ist. Die Nachmittagsbetreuung in den niederösterreichischen Kindergärten muss bezahlt werden. Deswegen sagen wir einfach, diese Kostenfreiheit muss über den ganzen Tag gehen. Wir müssen in diesem Bereich aufholen. Die Abgeordnete Kerstin Suchan-Meyer hat sich ausführlich mit den Fragen befasst und ist mit ihrem Team auf ein machbares Lösungskonzept gekommen, das eine Einbindung aller vorhandenen Kräfte beinhaltet. Wir haben es jetzt einmal auf drei wesentliche Säulen zusammengefasst. Wir nennen es positiv besetzt die 3G, ohne jetzt sage ich, auf dieses langläufige Thema wieder zurückzukommen, aber 3G ganztägig, ganzjährig und gratis. Wir haben jetzt aktuell auch Gespräche mit allen Parteien, mit allen im Landtag vertretenen Parteien anberaumt, ebenso mit verschiedenen Organisationen. Wir haben gestern auch mit der Arbeiterkammer einen Termin gehabt, genauso wie mit der Industriellen Vereinigung wird es einen Termin geben. Da gibt es ja auch das angesprochene Papier der Sozialpartner und der IV über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass man das entsprechend auch leben kann und auch wo angesetzt wird, wie man das umsetzen kann. Wichtig ist es, die Kommunikation mit allen Beteiligten zu schaffen, um ein gutes Ergebnis für Kinder und Eltern zu erzielen.